Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik, wobei es heute um die Elektrostatik gehen wird. Das ist ein Thema, was wir heute nicht beenden werden, aber wir werden auf jeden Fall mit der Elektrostatik hier beginnen. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Die Elektrostatik, ich habe schon gesagt, wir werden heute damit beginnen, beschäftigt sich mit den Fällen, in denen wir keine zeitlichen Änderungen haben und in denen wir uns nur um die elektrischen Phänomene kümmern. Das heißt, entweder haben wir keine Ströme oder wir ignorieren das, was von Strömen hervorgerufen wird. Das heißt, eine typische Anordnung ist so, dass wir irgendwo im Raum eine Ladungsträgerdichteverteilung Rho V haben. Es wird häufig so sein, dass wir Integrale über diese Ladungsträgerdichteverteilung ausführen müssen. Dann durchlaufen wir mit unserem Aufpunkt R' das gesamte Volumen und werten das an einem anderen Punkt R aus. Und dann ist klar, dass auch hier diesem Verbindungsvektor eine wichtige Rolle zukommt. Und der Verbindungsvektor, das ist klar, das ist dann eben R minus R'. Wir werden damit beginnen, dass wir das Ganze tatsächlich im Vakuum betrachten und da erstmal wichtige Zusammenhänge ableiten. Aber selbst im Vakuum wird es so sein, dass wir immer mal wieder auch leitende Körper, insbesondere als Begrenzungen, haben werden. Und deshalb sagen wir direkt am Anfang auch etwas zur Elektrostatik in oder an leitenden Körpern. Gut, damit können wir das Problem auch nochmal explizit formulieren. Das heißt, wir haben im Lösungsgebiet als Quelle eine Ladungsträgerdichte Rho V. Abgesehen davon ist der Raum also entweder Vakuum, das heißt Epsilon gleich Epsilon 0, oder er kann als perfekt leitend, das heißt die Leitfähigkeit strebt gegen unendlich, angesehen werden. Wir machen Elektrostatik und in der Elektrostatik ist es relativ einfach, mit diesen perfekt leitenden Objekten umzugehen, weil, naja, ein perfekter Leiter zeichnet sich eben dadurch aus, dass ich freie Ladungsträger habe. Naja, bei einer äußeren Veränderung braucht es natürlich, bis diese freien Ladungsträger sich gegebenenfalls wieder umsortiert haben. Wenn ich aber wie in der Statik eben überhaupt keine Veränderungen habe, dann bin ich ja eigentlich immer im Gleichgewichtszustand. Und diese Relaxation der freien Ladungsträger, wenn sich etwas verändern würde, die ist auch in perfekt leitenden Gebieten so schnell, dass wir davon ausgehen können, dass sich elektrische Felder praktisch instantan kompensieren durch die Neuanordnung der freien Ladungsträger. Das heißt, relativ einfach kommt man hier zu der wichtigen Aussage, dass innerhalb perfekt leitender Gebiete die elektrische Feldstärke gleich 0 ist. Am Rand haben wir dann natürlich die Übergangsbedingungen des Feldes an Grenzflächen zu beachten. Dadurch gibt es ja schon ein anderes Video und darauf werden wir später auch noch mal eingehen. Gesucht ist dann natürlich das Feld außerhalb der perfekten Leiter, innerhalb brauchen wir es nicht suchen, weil innerhalb der perfekt leitenden Gebiete kennen wir die Lösung ja schon. Eine kleine Nebenbemerkung sei an der Stelle schon erlaubt, weil es drängt sich so automatisch die Frage vielleicht auf, wenn wir hier außen die Elektrizitätskonstante Epsilon gleich Epsilon 0 haben, wie ist das denn im Leiter? Kann ich da auch sowas wie eine Elektrizitätskonstante angeben?
Und ja, das kann man. Und wir werden das später auch tatsächlich uns nochmal anschauen. Wenn wir eine Feldanregung bei höheren Frequenzen haben, dann oder eine beliebige Feldanregung haben, dann wird man diese ja harmonisch entwickeln können. Und für eine solche harmonische Komponente können Sie dann eine komplexe Dielektrizitätskonstante angeben. Wie gesagt, die ist aber dann komplex und schreibt sich wie hier unten dargestellt, also Epsilon komplex von Omega setzt sich zusammen aus einem Realteil plus J mal dem Imaginärteil. Und der Realteil, das ist das normale Epsilon, so wie wir es kennen. Und der Imaginärteil ergibt sich als Leitfähigkeit bei dieser Kreisfrequenz, dividiert durch die Kreisfrequenz selber. Und anhand einer solchen Formel wird es dann später auch leicht möglich sein, bei einem konkreten Material zu entscheiden, habe ich jetzt ein gutes Dielektrikum oder habe ich jetzt einen guten Leiter vor mir. Bei einem guten Dielektrikum wird es so sein, dass der Realteil dominiert gegenüber dem Imaginärteil. Das heißt, die Leitfähigkeit ist insbesondere typischerweise sehr klein oder die Frequenz sehr hoch. Und bei einem guten Leiter ist es umgekehrt. Da wird selbst bei hohen Frequenzen dieser Imaginärteil hier noch wesentlich größer sein als der Realteil. Das aber, wie gesagt, nur als Nebenbemerkung, um hier schon mal ja, diese Frage, die sich hier aufdrängt, nicht einfach so im Raum stehen zu lassen. Gut, kommen wir zurück zu unserem Problem. Wir können hier natürlich Grundgleichungen formulieren. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Wir können das also hier nochmal wiederholen. Grundgleichungen der Elektrostatik jetzt eben außerhalb der perfekt leitenden Gebiete nochmal hingeschrieben. Also im Vakuum Rotation E gleich 0 oder entsprechend die integrale Ausdruck Integral um die Umrandung einer Fläche EdS ist gleich 0. Und die zweite Gleichung, Divergenz d, was ja dann im Vakuum Divergenz Epsilon 0 mal E ist, ist gleich Rho V oder auch entsprechend integriert Epsilon mal das Integral über die Oberfläche eines Volumens V EdA ist gleich das Volumenintegral Rho V dV. Und das letztere hier, Integral Rho V dV, das ist ja gerade die Ladung Q, die ich in diesem Volumen habe. Diese Gleichung hier hinten, also die Integralform des Coulomb-Gauß-Gesetzes im Vakuum, die kann man tatsächlich auch in einfachen Fällen, und einfache Fälle heißt geeignete Symmetrie, nutzen, um daraus direkt das E-Feld zu bestimmen. Das werden wir in einem Beispiel hier mal vorführen. Und zwar ist das wirklich ein einfaches Beispiel, vielleicht sogar das einfachste Beispiel überhaupt. Wir nehmen eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung am Ursprung an. Am Ursprung ist nicht wirklich eine Einschränkung, weil wenn die woanders wäre, könnten wir das Koordinatensystem natürlich so legen, dass diese Ladungsverteilung am Ursprung wäre, dass sie kugelsymmetrisch ist. Das ist aber natürlich wirklich eine sehr harte Symmetrieanforderung. Wir werden sehen, dass die uns hier wirklich dann auch weiterhilft. Ja, kugelsymmetrische Ladungsverteilung heißt, unser Rho V von Vektor R ist in Wirklichkeit nur ein Rho V von R. Und wenn wir eine solche kugelsymmetrische Ladungsverteilung haben, dann ist klar, Sie kennen das von der Punktladung, dass auch das E-Feld dann radial gerichtet sein wird. Das heißt, das E-Feld am Ort R' hat auch wieder einen Betrag, der nur vom R'-Betrag abhängt. Und die Richtung ist die Richtung von R'. Wir nehmen jetzt als Volumen ein Volumen,
dass auch dieser Symmetrie angepasst ist. Wir sind ja vollkommen frei, ein beliebiges Volumen zu nehmen. Die Gleichung, die wir eben hatten, also das Coulomb-Gauß-Integral, gilt ja für beliebige Volumina. Und wenn ich diese Freiheit habe, kann ich mir natürlich auch ein Volumen raussuchen, das besonders gut problemangemessen ist. Und in dem Fall nehme ich eine Kugel mit Radius r um den Ursprung. Das heißt, ich nehme ein Volumen, dessen Symmetrie auch wieder der Symmetrie des ursprünglichen Problems entspricht. Und ja, für solches Volumen kann ich natürlich auch dann das Oberflächenelement sofort angeben. Das ist ebenfalls nach außen gerichtet, hat also den normalen Vektor ER' und natürlich dann das differenzielle Oberflächenelement dA. Und das Schöne ist, dass hier eben Vektor E und Vektor dA gleichgerichtet sind und auf diese Art und Weise wird eben das Skalarprodukt E dA einfach Skalar zu E von R dA. Das ist eine ganz wesentliche Vereinfachung, die wir natürlich in unser Coulomb-Gauß-Gesetz auch direkt eintragen können. Und hier ist jetzt schon ein weiterer Schritt gemacht, nämlich E von R ist vor das Integral gezogen worden. Warum ist das möglich? Naja, auf der Oberfläche dieser Kugel haben wir, weil wir eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung haben, ja auch überall die gleiche Feldstärke, einfach aus Symmetriegründen. Das heißt, E von R ist für alle Punkte auf der Oberfläche gleich, ist also eine Konstante, die wir dementsprechend vor das Integral ziehen können. Und dann bleibt hier nur das Oberflächenintegral über 1 dA übrig und das ist die Oberfläche selber. Und die Oberfläche der Kugel ist eben 4 Pi r Quadrat, sodass hier einfach das Oberflächenintegral EdA zu 4 Pi r Quadrat E von R wird. Das ist wunderbar, weil das E von R ist natürlich genau das, was ich haben will. Wenn ich E von R hier den Betrag habe, habe ich auch das gesamte E von R, weil da wird ja einfach nur noch der Einheitsvektor ran multipliziert. Das heißt, die Tatsache, dass ich dieses Oberflächenintegral einfach umformen kann in einen Ausdruck, in dem E von R steht, das zeigt mir, dass ich mit dieser Methode hier tatsächlich erfolgreich bin, weil ich können sich ja leicht vorstellen, Sie können jetzt alle Punkte des Raumes auch dadurch erreichen, dass Sie Kugeln mit unterschiedlichem Durchmesser betrachten und für jede Kugel und wenn Sie jetzt jeden beliebigen Radius der Kugel zulassen, dann erreichen Sie auch jeden Punkt im Raum. Das heißt, wir können jeden Vektor R tatsächlich auf diese Art und Weise auch erreichen. Gut, das ist wunderbar, dass wir dieses Integral schon so hinschreiben können. Jetzt schreiben wir einfach auf der anderen Seite des Coulomb-Gauß-Integrals weiter. 1 durch Epsilon 0, das ist der Term, den wir hier rübergeholt haben auf die andere Seite. Der steht ja noch, ursprünglich stand ja hier noch ein Epsilon 0 davor. Also gleich 1 durch Epsilon 0, Volumenintegral Rho V dV. Und bei einer kugelsymmetrischen Ladungsträgerdichte werde ich dieses Volumenintegral selbstverständlich eben in sphärischen Koordinaten ausführen, also in Kugelkoordinaten ausführen. Und dann habe ich eben ein Integral von 0 bis r, Rho V R' R' Quadrat dR'. Ein Integral über Phi, das ist einfach von 0 bis 2 Pi d Phi. Und ein Integral über Theta, das geht von 0 bis Pi Sinus Theta d Theta. Also R' Quadrat dr d Phi Sinus Theta d Theta. Das ist ja gerade das Volumenelement in sphärischen Koordinaten. Die hinteren beiden Integrale
können wir leicht ausführen. Das Integral 0 bis 2 Pi d Phi, das gibt offensichtlich einfach einen Term 2 Pi. Das Integral 0 bis Pi Sinus Theta d Theta ergibt 2, wie Sie leicht nachrechnen können, sodass wir hier die beiden hinteren Integrale einfach einen Faktor 4 Pi ergeben, sodass hier steht 4 Pi durch Epsilon 0. Und das Integral Rho V R Quadrat R-Strich Quadrat dr-Strich, das bleibt einfach stehen. Ja, und wenn wir jetzt die Terme vergleichen und das Ganze auflösen nach E von R, dann müssen wir ja 4 Pi R Quadrat noch auf die andere Seite bringen. Das heißt, wir haben dann einfach einen Ausdruck E von R gleich 1 durch Epsilon 0 R Quadrat Integral 0 bis R Rho V von R-Strich R-Strich Quadrat dr-Strich. An der Stelle, ohne jetzt zu wissen, wie denn diese kugelsymmetrische Verteilung genau aussieht, müssten wir das zunächst mal so stehen lassen. Das heißt, so weit können wir das ausrechnen, wenn wir außer der Kugelsymmetrie noch nichts über Rho V wissen. Es gibt aber natürlich einfache Fälle, für die man das auch weiter ausrechnen kann. Und der einfachste dieser Fälle ist einfach, dass wir eine homogen geladene Kugel mit Radius groß R haben und dann eben keine Ladungen außerhalb. Das heißt, das Rho V von R' wäre Rho V konstant für alle R' kleiner gleich groß R und 0 für R' größer als R. Naja, und in dem Fall wird dieses Integral natürlich relativ einfach. Ich muss diese Fallunterscheidung beibehalten, aber beide Fälle sind natürlich einfach. Ich kann, wenn ich von 0 bis r gehe und bin noch komplett innerhalb der Kugel, würde ich das konstante Rho V einfach davor ziehen und habe dann ein Integral R' Quadrat dr, das ist ein Drittel R' hoch 3 und in den Grenzen von 0 bis r ergibt das dann natürlich ein Drittel r hoch 3 und die Terme davor sind einfach übernommen. Hier könnte man jetzt noch durchkürzen, kann das auf die Form bringen, Rho V mal r durch 3 Epsilon 0 oder ich kann natürlich auch die Gesamtladung der Kugel ins Spiel bringen. Die ist ja Volumen der Kugel mal Ladungsdichte und das Volumen der Kugel ist 4 Pi Drittel R hoch 3. Und wenn ich das alles einsetze, bekäme ich einen Term Ladung der Gesamtkugel mal R durch 4 Pi Epsilon 0 R hoch 3. Für den Fall, dass mein Klein r größer ist als Groß r, muss ich aufpassen, kann ich das Rho V nicht so ohne weiteres direkt davor ziehen, sondern das hat ja dann auf dem Integrationsweg unterschiedliche Werte. Ich müsste das Integral also aufspalten, dann in ein Integral von 0 bis Groß r. Auf dem Teilstück kann ich tatsächlich den Wert Rho V nach vorne ziehen als Konstante. Und dann käme noch ein zweites Integral dazu von klein r nach, Entschuldigung, von groß r nach klein r. Das verläuft aber dann komplett im ladungsfreien Gebiet. Da ist Rho V gleich 0. Und somit trägt dieser zweite Teil nicht bei. Und der erste Teil ergibt dann formal den gleichen Ausdruck, wie das auch im ersten Fall gewesen ist, nur dass hier statt klein r eben die obere Grenze große r steht. Und auch hier kann ich wieder die Ladung mit ins Spiel bringen und bekomme dann die Gesamtladung Q mit ins Spiel bringen und bekomme den Ausdruck Q durch 4 Pi Epsilon 0 r Quadrat. Ein Term, den man auch von der Punktladung schon kennt. Und das ist auch ein Charakteristikum, dass wenn ich außerhalb eines solchen kugelsymmetrischen, einer solchen kugelsymmetrischen Ladungsverteilung bin, dass ich dann außerhalb das Feld
sich genauso darstellt wie das Feld einer Punktladung der entsprechenden Größe im Ursprung. Gut, das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Hier mal durchgerechnet, um Ihnen zu demonstrieren, wie die prinzipielle Vorgehensweise ist. Wir können also, und das ist sozusagen auch schon eine Lösungsmethode aus diesem Coulomb-Gauß-Integral, in einigen Fällen das E-Feld direkt ausrechnen. Das ist ein guter und auch intuitiver Lösungsweg, aber eben nur dann, wenn dieses linke Integral leicht zu einem Ausdruck für E von R für alle R im Lösungsvolumen umgeformt werden kann. Ob dann das rechte Integral auch wirklich analytisch gelöst werden kann, ist zunächst mal sekundär. Das ist natürlich sehr schön, wenn das so ist. Und wir werden das auch immer anstreben, dass wir eine analytische Lösung bekommen. Einfach, weil man aus einer analytischen Lösung natürlich physikalische Zusammenhänge ablesen kann. Aber im Zweifelsfall kann man das rechte Integral natürlich auch immer numerisch lösen. Die numerische Integration ist ja kein großes Problem, sie ist stabil, zumindest dann, wenn wir nicht irgendwelche kritischen Singularitäten im Integrationsgebiet haben. Das sind alles Sachen, die Sie in der numerischen Mathematik dann auch diskutieren werden. Aber eine analytische Lösung ist natürlich immer vorzuziehen. Ich habe schon gesagt, wenn wir da physikalische Zusammenhänge ablesen können und die numerische Lösung Ihnen im Zweifelsfall eben nur ja, numerische Werte oder eben bunte Bilder, aber nicht unmittelbar physikalische Zusammenhänge liefert. Dieses linke Integral, das kann aber in der Regel wirklich nur ausgewertet werden, wenn starke Symmetrien vorliegen, wie wir das eben in dem Beispiel auch gesehen haben. Weitere Beispiele, bei denen das geht, wären der geladene Ring, der unendlich lange homogen geladene Zylinder oder ähnliche Sachen. Sowas wird man dann sicherlich auch als Übungsaufgaben sich nochmal anschauen. Wir benötigen aber, weil wir sehen, wir sind hier auf bestimmte Probleme doch eingeschränkt, wir benötigen also einerseits allgemeinere Methoden, andererseits vielleicht aber auch Methoden für weitere Spezialfälle. Allgemeinere Methoden helfen uns weiter, wenn wir eben nicht in einen der Spezialfälle reinpassen mit unserem Problem. Aber häufig ist es so, dass man eben über die Betrachtung einer speziellen Situation auf dem schnelleren Weg zu einer einfachen Lösung kommt, die dann manchmal auch als Näherungslösung für einen allgemeineren Fall dienen kann. Ja, das heißt, die Aufgabe wird wirklich sein, dass wir solche allgemeineren Lösungen finden, aber auch, dass wir eben Methoden für weitere Spezialfälle anschauen. Und genau in der Richtung machen wir weiter, indem wir als nächstes uns das sogenannte Coulomb-Integral, jetzt also nicht Coulomb-Gauß-Integral, sondern Coulomb-Integral und damit auch das Skalarpotential anschauen. Wir wissen ja letztendlich schon aus der Schule, Sie haben es auch in den ersten Semestern schon gelernt. Sie wissen, wie das elektrische Feld einer Punktladung aussieht. Das sind immer solche Ausdrücke Q mal R minus RJ durch R minus RJ Betrag hoch 3. Wenn eine Ladung am Ort RJ sich aufhält. Spezialfall für den Ursprung haben wir ja eben auch gesehen, das wäre die Verallgemeinerung für Ladungen, die sich an Orten RJ aufhalten.
Und naja, wenn ich das für eine Ladung kenne, dann kann ich aus dem Überlagerungsprinzip, aus der Superposition, das auch tatsächlich für n Ladungen machen. Warum kann ich superponieren? Die Maxwell-Gleichungen, wie wir sie eingeführt haben, sind lineare Gleichungen. Und weil es lineare Gleichungen sind, sind eben auch die Summen von Lösungen der Maxwell-Gleichungen wieder eine Lösung der Maxwell-Gleichung. Das heißt, das kann ich immer machen, solange ich eben die Felder betrachte. Ich kann Lösungen der Maxwell-Gleichungen immer superponieren. Gut, und wenn ich jetzt also n Punktladungen QJ an Positionen RJ haben, dann kenne ich dieses Feld von diesen n einzelnen Ladungen bereits. Das Ganze gilt, wenn keine weiteren Randbedingungen im Endlichen vorliegen. Auf die Randbedingungen kommen wir später nochmal zu sprechen, aber das nur hier auch schon mal mit erwähnt. Das heißt, wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir im Wesentlichen den freien Raum haben. Ja, wir können also dann E tatsächlich hinschreiben als 1 durch 4 Pi Epsilon 0 und dann eben die Summe J gleich 1 bis N QJ R minus RJ durch R minus RJ Betrag hoch 3. Wenn wir das für N-Ladungsträger machen können, können wir natürlich auch den Übergang zu einer kontinuierlichen Ladungsträgerverteilung machen. Dabei geht die Summe dann in ein Integral über und anstelle der diskreten Ladungen tritt eben eine differenzielle Ladung und diese differenzielle Ladung kann ich durch die Ladungsträgerdichte mal einem Volumenelement ausdrücken, also Rho V am Ort R' D3 R'. Oder ansonsten ist das einfach 1 zu 1 jetzt übersetzt. Wie gesagt, aus der Summe wird ein Integral und aus den diskreten Ladungsträgern wird letztendlich Rho V D3 R'. Das Ganze ist hier dann eben nochmal hingeschrieben. Ja, und interessant ist jetzt tatsächlich diesen Term, der ja hier immer wieder auftaucht, R minus R' durch Betrag von R minus R' hoch 3 noch mal etwas genauer zu betrachten. Und man kann leicht nachrechnen, wirklich leicht, dass dieses R minus R' durch R minus R' Betrag hoch 3 nichts anderes ist als das Negative des Gradienten bezüglich R von 1 durch R minus R'. Ja, das kann man hier einfach spaßeshalber natürlich mal einsetzen. Das heißt, ich kann das hier in dem Integral entsprechend ersetzen. Und dann ist das ja hier ein Ausdruck der dieser Gradient. Der ist ja von bezüglich der Variablen R. Das 1 durch R minus R', da steht natürlich auch das R' mit drin. Das heißt, wenn ich das unter das Integral schiebe, dann kann ich Gradient bezüglich der Variablen R und auch das Minuszeichen vor das Integral ziehen. 1 durch R minus R', bleibt aber natürlich unter dem Integral stehen. Und wenn ich betrachte, dass e gleich minus Gradient phi ist, dann kompensiert sich das gerade mit diesem Minuszeichen hier, sodass ich erkenne, dass phi von R nichts anderes ist als 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Integral Rho V von R' D3 R' durch R minus R'. Und diese Größe phi, das nennen wir das Skalarpotenzial. Wir haben es bei der axiomatischen Einführung schon mal kennengelernt. Da kam es ganz anders. Da ist es ganz anders eingeführt worden. Wir werden es nachher auch noch mal jetzt direkt im nächsten Schritt noch mal formaler einführen. Aber wir halten mal fest, dass wir dieses Skalarpotenzial eben tatsächlich auch sozusagen aus der Beobachtung ableiten können. Die Beobachtung wäre ja die, dass wir das Feld von
Punktladungen kennen. Daraus das Feld einer Ladungsverteilung formal hinschreiben und dann mit ein bisschen Mathematik eben dieses Potential, diese Potentialfunktion, das Skalarpotential in Abhängigkeit von der Ladungsträgerdichteverteilung hinschreiben. Nebenbemerkung, dieses Integral, also dieses Coulomb-Integral, das können wir natürlich auch benutzen, um bei gegebener Ladungsträgerdichteverteilung jetzt wieder den Versuch zu unternehmen, das Skalarpotential direkt durch Integration auszurechnen. Auch das wird in einigen ausgewählten Fällen analytisch gehen, in anderen Fällen wird man es auf die Art und Weise nur numerisch machen können. Aber wir halten es auf jeden Fall als eine wichtige Formel schon mal fest. Ja, als nächstes, damit Sie nicht unbedingt das Video über die axiomatische Einführung nochmal sich anschauen müssen, vielleicht ganz kurz das Skalarpotential auch nochmal formal eingeführt. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten das damals mit dem Lemma von, über das Lemma von Poincaré gemacht. Ich blätter das mal komplett auf, drei Formulierungen kennt oder drei Formulierungen beinhaltet. Zunächst mal ist die erste Aussage, dass wenn ich auf einem einfach Zusammenhanggebiet definiertes wirbelfreies Vektorfeld habe, dass ich dieses dann als den Gradienten eines Potentialfeldes schreiben kann. Das heißt, aus Rotation A gleich 0 folgt, dass A gleich der Gradient eines Potentialfeldes F ist. Wenn ich ein quellenfreies Vektorfeld auf einem konvexen Gebiet habe, dann kann ich dieses durch Rotation eines Vektorpotentials darstellen. Sprich, aus Divergenz Beta gleich 0 folgt Beta gleich Rotation Alpha. Und wenn ich eine skalare Felddichte habe, dann kann diese als Divergenz eines Vektorfeldes dargestellt werden oder anders ausgedrückt, wenn ich ein Gamma habe, das ist diese Felddichte, dann ist die ja ein Volumenintegrant oder kann als Volumenintegrant aufgefasst werden. Dann ist dieses Gamma auch die Divergenz eines Vektorfeldes Betas. Hier fehlt der Vektorfall. Bitte darauf achten. Ich werde versuchen, das in den finalen Unterlagen zu korrigieren. Hier können wir jetzt natürlich reinspringen und sagen, naja, für die Rotation von E haben wir eben genau eine solche Aussage der Form, die Rotation verschwindet, also Rotation E gleich 0 in der Statik. Das heißt, wir können analog zu dem Ausdruck, den wir hier stehen haben, E als Minusgradient Phi schreiben. Das Minus, was hier steht, ist eine reine Konvention, könnte ich genauso gut in das Skalarpotential reinziehen, macht man nicht. Und auch hier dieses Potential, hier diese Potentialfunktion, dieses Potentialfeld, was hier auftaucht, das ist das eben schon eingeführte elektrische Skalarpotential. Das sind genau diese beiden Wege, wie man zum Skalarpotential kommt. Einmal mehr aus der Empirik raus und zum anderen rein formal über Rotation E gleich 0 und Poincaré zu E gleich minus Gradient Phi. Das heißt, wir haben hier eben für statische Probleme immer Rotation E gleich 0. Daher, wie gerade eben gesagt, E gleich minus Gradient Phi. Und jetzt betrachten wir ja das Vakuum. Wir könnten an der Stelle aber auch sagen, solange wir einfache Materialien haben, nämlich solche, für die die elektrische Verschiebung sich einfach über einen Skalar aus dem elektrischen Feld ergibt, also wo gilt D gleich
Epsilon mal E und Epsilon ist jetzt Epsilon 0 mal Epsilon R und Epsilon R ist ein Skalar. Da können wir ja Divergenz E einfach als 1 durch Epsilon mal Rho V hinschreiben. Das können wir einsetzen. Das heißt, für E in Divergenz E können wir jetzt für E minus Gradient Phi schreiben, sodass wir hier hätten Divergenz von minus Gradient Phi gleich 1 durch Epsilon mal Rho V und Divergenz Gradient, das ist der Laplace-Operator. Das Minus bringen wir auf die andere Seite, sodass wir hier eine Differentialgleichung zweiter Ordnung für das Skalarpotential bekommen. Laplace Phi ist gleich minus 1 durch Epsilon Rho V. Und diese wichtige Gleichung heißt die Poisson-Gleichung. Und es gibt noch einen einfachen Spezialfall, nämlich wenn ich jetzt in einem Gebiet bin, wo ich keine Ladungsträgerdichte habe, also Rho V gleich 0 ist, dann haben wir den Spezialfall Laplace Phi gleich 0. Und das ist die sogenannte Laplace-Gleichung. Der Vorteil im Vergleich zu Rotation E gleich 0 und Divergenz E gleich 1 durch Epsilon Rho Phi, der Vorteil von der Poisson-Gleichung bzw. der Laplace-Gleichung ist, dass ich hier nur noch eine Gleichung für die Lösung des Problems brauche, weil sobald ich ein Phi gefunden habe, gilt für dieses Jahr, gilt für das zugehörige E-Feld ja E gleich minus Gradient Phi. Und weil das dann ein Gradientenfeld ist, ist Rotation E automatisch erfüllt. Das ist ein Vorteil, ich brauche mich um die zweite Gleichung nicht mehr zu kümmern. Aber wie so häufig kommen Vorteile nicht vollkommen ohne Nachteile. Und der Nachteil ist eben hier, dass ich an der Stelle von zwei Differentialgleichungen erster Ordnung nun eine Differentialgleichung zweiter Ordnung habe. Wir werden das später auch lösen oder Methoden kennenlernen, wie wir sowas lösen. Vorher aber noch eine Bemerkung, und wir werden das auch nicht in diesem Block machen, das zu lösen, das kommt später. Aber eine Bemerkung, was man hier sofort sieht, stellen wir uns vor, wir gehen von Phi über zu einem Phi plus einer weiteren Konstante und schauen uns dann das E-Feld an, das zu diesem veränderten Skalarpotential Phi plus Konstante gehört. Dann wird diese Konstante bei der Gradientenbildung ja keine Rolle spielen. Das heißt, Gradient von Phi plus Konstante ist gleich Gradient von Phi und damit ist auch E von Phi plus Konstante gleich E von Phi. Das heißt, für die Felder macht es keinen Unterschied, ob ich zum Skalarpotential noch eine Konstante hinzufüge. Das heißt, anders ausgedrückt, dieses Skalarpotential Phi ist nur bis auf eine additive Konstante bestimmt. Ja, schauen wir uns als nächstes Kräfte an und auch Felder und auch sogenannte Äquipotentialflächen. Fangen wir mit der Kraft an. Die Kraft auf eine Probeladung Q im Feld E, das kennen Sie im Zweifelsfall auch schon aus der Schule, F von R, das ist die Coulomb-Kraft, das ist Q mal E. Wenn ich jetzt eben eine solche Testladung klein q hätte und die im elektrischen Feld aus anfänglicher Ruhe loslasse, dann würde sie sich natürlich bewegen, würde anfangen sich zu bewegen, weil auf sie ja eine Kraft wirkt. Das heißt, diese Ladung durchläuft dann eine bestimmte Trajektorie und die Trajektorie einer solchen fiktiven Testladung, die beschreibt eine sogenannte Feldlinie. Die Ladung, die Testladung ist ja hier eine positive Testladung, das heißt, die bewegt sich dann von Plus nach Minus und somit haben wir auch
eine Feldlinienorientierung von Plus nach Minus. Orte mit gleichem Skalarpotential bezeichnen wir als oder bilden eine Äquipotentialfläche. Wenn wir eine kleine Verschiebung ds auf eine Äquipotentialfläche betrachten, das heißt, wir haben eine Äquipotentialfläche und gehen jetzt eben auf der Äquipotentialfläche ein kleines Stückchen von einem Ort zu einem anderen Ort, dann verändert sich das Potential ja nicht, weil wir sind ja auf einer Äquipotentialfläche. Das heißt, d phi, was nichts anderes ist als phi von r plus ds minus phi von r, muss gleich 0 sein, weil Äquipotentialfläche. Und naja, das ist aber nichts anderes per Definition eigentlich als Gradient phi skalar multipliziert mit eben diesem Stückchen ds. Das ist ja gerade Definition der Ableitung. Also, wenn d phi gleich 0 ist und d phi gleich Gradient phi mal ds ist, dann ja, sind die Trivialfälle, ich habe mich gar nicht bewegt, kann ich als Spezialfall vernachlässigen, spielt keine Rolle. Oder ich habe überhaupt keinen Gradient phi, sprich das phi ist überall gleich, das brauche ich auch nicht zu betrachten. Und dann bleibt als Möglichkeit, dass das 0 wird, nur noch übrig, dass Gradient phi und ds aufeinander senkrecht stehen. Auf der anderen Seite ist Gradient phi aber wegen e gleich minus Gradient phi parallel zu e. Mit anderen Worten, die E-Feldlinien sind also senkrecht zu den Äquipotentialflächen. Das ist eine wichtige Aussage, die wir ganz häufig noch verwenden werden. Die Äquipotentialflächen, auch das sei hier bemerkt, sind in der Regel ja perfekte Leiter. Das heißt, was wir hier als Aussage schon haben, ist, dass das E-Feld auf der Oberfläche eines perfekten Leiters senkrecht steht. Wir können uns auch noch kurz Gedanken machen über die Wegunabhängigkeit. Auch das ist etwas, was für Sie nicht neu sein wird, aber wir schreiben es hier einfach nochmal hin. Wir können natürlich jetzt mal zwei beliebige Wege C1 und C2 zwischen R0 und R betrachten. Das heißt, hier ist der Punkt R0, hier ist der Punkt R und wir haben eben zwei Wege, C1 und C2, die von diesem Punkt R0 nach dem Punkt R1 gehen. Wegen Rotation E gleich 0 gilt für jeden geschlossenen Weg C, das Wegintegral C mal EDS, Wegintegral über C, EDS verschwindet, gleich 0 ist. Und ein solcher geschlossener Weg wäre ja, ich gehe über den Weg C1 hin und über den Weg C2 zurück, sprich C2 zurück heißt ja, ich gehe den Weg minus C2. Also ist der Weg C1 plus minus C2 ein geschlossener Weg. Damit ist das Integral über den gesamten Weg C1 und dann minus C2 gleich 0. Und das geht nur, wenn die beiden Integrale über diese beiden Wege gleich sind. Das heißt, wir sehen dann sofort Integral von R0 bis R über C1 EDS ist gleich Integral von R0 bis R über C2 EDS. Und das gilt natürlich für beliebige Wege, sprich egal, wie ich von R0 nach R1 meinen Weg führe, das Integral EDS wird immer den gleichen Wert haben. Sowas nennt man auch ein konservatives Feld, ein Begriff, den Sie aus der Physik sicherlich schon kennen. Wir können uns das zunutze machen, wenn wir jetzt eine Situation haben, in der Äquipotentialflächen eine Rolle spielen. Also wir nehmen mal an, dass hier diese
Kurve hier eine Äquipotentialfläche wäre mit einem Potential Phi von R0. Und wir haben hier entsprechend eine Äquipotentialfläche mit einem Potential Phi von R. Und wir wollen das Integral EdS ausrechnen vom Punkt R0 zum Punkt R. Dann könnten wir jetzt natürlich einen beliebigen Weg durch das Volumen nehmen. Das wäre aber nicht besonders geschickt. Geschickter ist es, den Weg aufzuteilen. Und zwar in Beiträge, die entlang der Potentialfläche führen und Beiträge, die entlang einer Feldlinie führen. Also hier diese rote Kurve, das soll mal eine Feldlinie sein. Die schwarze Linie, das ist eine Äquipotentialfläche, hier oben genauso. Und die grünen Pfeile, die deuten jetzt eben an, wie ich den Integrationsweg wähle. Zunächst mal von R0 bis R1 entlang einer Äquipotentialfläche. Dann biege ich im rechten Winkel dazu ab, weil jetzt geht es auf einer Feldlinie weiter. Komme von R1 nach R2. Hier biege ich wieder im rechten Winkel ab, weil das ist ja eine Feldlinie auf einer Äquipotentialfläche und gehe dann entlang der Äquipotentialfläche von R2 bis zum Punkt R. Den Vorteil, den das hat, der ist sehr offensichtlich. Entlang der Wege R0 bis R1 und R2 bis R, also die Wege, die auf der Äquipotentialfläche liegen, die tragen gar nicht zum Integral bei, weil dort ist ja immer dS senkrecht zu E, weil hier überall das E-Feld senkrecht auf der Äquipotentialfläche steht. Und auch wenn ich entlang dann der Feldlinie gehe, ist die Situation einfach, weil entlang der Feldlinie ist der Weg immer mit der Feldstärke gleichgerichtet. Das heißt, da gilt immer E Skalar multipliziert mit dS ist gleich dem einfachen Produkt EdS ohne Vektoren. Und das ist dann eben gerade minus Betrag des Gradienten Phi dS ohne Vektoren. Und somit kann ich das Gesamtintegral dann eben schreiben, also das Integral von R0 bis R. Ich sehe gerade, hier sind Da haben sich noch Fehler eingeschlichen. Das sind keine geschlossenen Wegintegrale. Hier auch nicht. Hier oben, das sind auch keine geschlossenen Wegintegrale. Also das Integral R0 bis REdS ist dann gleich minus das Integral von R1 bis R2 Gradient Phi dS. Und das Integral über Gradient Phi, das ist ja dann einfach Phi genommen an den entsprechenden Rändern des Integrals und an den Stellen kenne ich ja das Potential, das ist einmal Phi von R0 und einmal Phi von R. Das heißt, das Integral EdS wird hier eben einfach zu einer Potentialdifferenz. Und ja, das, weil solche Potentialdifferenzen in der Elektrostatik natürlich häufig vorkommen, empfiehlt es sich hier auch entsprechend eine weitere Größe einzuführen. Man definiert dann die Spannung U2.1 als genau eben diese Potentialdifferenz. Das heißt, U2.1 ist gleich Phi 2 minus Phi 1 und das ist ja dann gleich minus dem Integral von R1 bis R2 EdS. Hier ist es auch richtig, das ist kein Ringintegral, sondern ein Wegintegral. Ich verrate Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen noch mitteile, dass die Einheit dieser Spannung gleich Volt ist. Wir können auch die Arbeit auf einfache Art und Weise einführen mit dem, was wir jetzt schon wissen. Wir betrachten dazu eine Probeladung Q. Auf die wirkt im E-Feld natürlich die elektrostatische Kraft Fe gleich Q mal E. Das haben wir eben ja schon benutzt. Das ist einfach die Coulomb-Kraft. Und um die Ladung jetzt am Ort festzuhalten,
muss ich natürlich eine entgegengerichtete mechanische Kraft aufwenden. Und diese mechanische Kraft, die ist dann eben F mechanisch gleich minus Fe. Und die mechanische Kraft ihrerseits, die brauche ich wieder. Oh, also hier, kleinen Moment mal eben, hier leuchtet jetzt gerade die Sonne rein. Ich muss mal ein klein wenig verblenden. So, Entschuldigung, so schön das ist, wenn man die Sonne hat. Sie stört dann manchmal auch, wenn sie direkt ins Gesicht rein scheint. Also diese mechanische Kraft brauchen wir tatsächlich, um auf die Arbeit zu schließen, weil die Arbeit ist ja Kraft mal Weg, also Integral über die mechanische Kraft ds. Das können wir übersetzen in die, auf die Coulomb-Kraft. Dabei brauchen wir hier das negative Vorzeichen. Die Coulomb-Kraft kennen wir, das ist Q mal E. Das Q kann vor das Integral gezogen werden. Und das Integral EdS, das wissen wir jetzt schon, ist gleich der Potentialdifferenz und damit gleich der Spannung. Sodass wir also die mechanische Arbeit direkt ausdrücken können über diese Probeladung Q. Und die Potentialdifferenz, und das ist eben Probeladung Q multipliziert mit der entsprechenden Spannung. Ja, und wenn wir die Arbeit haben, dann können wir natürlich auch Aussagen zur elektrostatischen Energie machen, weil wir können definieren, dass die Energie einer auf einen endlichen Raum beschränkten Ladungskonfiguration der Arbeit entspricht, um Ladungen aus dem Unendlichen zu dieser Konfiguration hinzuzubringen. Der endliche Raum ist an der Stelle wichtig, weil wir dann Aussagen machen können über das Potenzial im Unendlichen. Das verschwindet nämlich im Unendlichen, wie man an der an dem Ausdruck für das Potenzial hier sehr schön sieht, wenn eben die Ladungsverteilung tatsächlich auf ein räumlich endliches Gebiet beschränkt ist. Ja, und bevor wir das jetzt für kontinuierliche Ladungsverteilungen näher analysieren, machen wir das zunächst mal etwas einfacher und überlegen uns das zunächst mal für N-Punkt-Ladungen, die an Orten RI verankert sind, und wir überlegen uns zunächst mal, wie ist das denn, wie sieht das Potenzial aus für die ersten I-1 Punktladungen von diesen N-Punktladungen. Die sitzen mit ihren Ladungen QJ an den Orten RJ, und das Potenzial am Ort I ist dann einfach die Summe über die Coulomb-Potenziale 1 durch 4 Pi Epsilon 0, Summe J gleich 1 bis I minus 1 von QJ durch R minus RJ Betrag. Und jetzt interessiert uns gemäß der Definition, was passiert, wenn wir jetzt die i-te Ladung an ihren Ort RI hinbringen. Und dafür muss Arbeit geleistet werden. Wir kommen aus dem Unendlichen, bewegen sie nach RI. Und die Arbeit dafür, für die i-te Ladung, ist dann einfach QI mal das Potenzial am Ort RI. Die Gesamtarbeit, wenn wir uns vorstellen, wir machen das immer weiter, bis wir eben n Ladungen zusammen haben, dann ist die Gesamtarbeit dann eben einfach die Summe von i gleich 2 bis n über diese Einzelarbeiten. I gleich 1, hier müsste eine 1 stehen, i gleich 1 haben wir hier weggelassen, weil, naja, wenn wir die erste Ladung an ihren Ort bringen, dann ist ja noch keine andere Ladung da. Das heißt, der Raum ist vollkommen feldfrei, und deshalb wäre die Arbeit für diese erste Ladung eben tatsächlich auch 0. Deshalb brauchen wir diesen Term nicht mitzunehmen. Und ja, wenn wir das dann eben
aufaddieren. Hier ist auch wieder ein kleiner Fehler. Hier muss genauso wie hier unten stehen WE. Wenn wir das aufaddieren, kommen wir eben auf die Gesamtarbeit und das entspricht dann auch der gesamtelektrostatischen Energie, die wir WE nennen. Das wäre dann also dieser Ausdruck, der hier steht mit dieser Doppelsumme, einfach I gleich 2 bis N mal diesen Ausdruck hier oben aufsummiert. So ist diese Doppelsumme hier ein bisschen unhandlich, wenn wir dann später zu einer kontinuierlichen Ladungsverteilung übergehen wollen. Deshalb schreiben wir die um. Dazu machen wir uns klar, welche Terme stehen denn hier eigentlich. Also für I gleich 2 würde die J-Summe ja einfach nur über J gleich 1 laufen. Für I gleich 3 hätten wir J von 1 bis 2. Für I gleich 4 hätten wir J 1, 2, 3 und so weiter. Sie sehen also, wenn Sie sich das als wie eine Matrix vorstellen würden, hätten wir so eben das obere Dreieck besetzt, aber die Hauptdiagonale würde fehlen. Also die Terme J gleich I, die gibt es ja nicht, weil die J-Summation immer schon bei I minus 1 aufhört. Das heißt, wenn wir das jetzt als Doppelsumme schreiben, wirklich über alle Terme. Auch hier ist wieder ein Schreibfehler, ich bitte es zu entschuldigen. Also hier soll stehen I gleich 1 bis N und J gleich 1 bis N. Hätten wir alle Terme doppelt gezählt. Das kompensiere ich dadurch, dass ich hier statt 1 durch 4 Pi 1 durch 8 Pi hinschreibe. Und außerdem hätten wir aber auch jetzt die Hauptdiagonale in dieser Matrix mitgezählt, also die Terme I gleich J. Und die schließe ich aus, indem ich hier einfach nochmal multipliziere unter der Summe mit mit 1 minus Delta IJ. Das ist ja für I gleich J gerade 0 und andernfalls 1. Gut. Nachdem wir das so für den diskreten Fall von N-Ladungen hingeschrieben haben, können wir natürlich auch zu einer kontinuierlichen Verteilung übergehen. Und dazu sei nochmal erwähnt, dass wir eben hier für N-Punktladungen die Terme I gleich J nicht genommen haben. Dafür steht da dieses 1 minus Delta IJ unter der Summe. Aber bei einer kontinuierlichen Ladungsverteilung kann ich das nicht so einfach machen. Ich kann beim Integral jetzt nicht so ohne weiteres da irgendwelche kleinen Stücke rauslassen. Das heißt, wenn wir die Formel jetzt einfach übertragen auf eine kontinuierliche Ladungsverteilung, dann wird aus der Doppelsumme natürlich das Doppelintegral. Und statt der diskreten Ladungen stehen jetzt die Ladungsverteilungen einmal am Ort R, einmal am Ort R'. Und darüber wird dann auch entsprechend integriert. Es muss erwähnt werden, dass das nicht hundertprozentig, also kein vollkommen äquivalenter Ausdruck ist, aber es ist naheliegend, dass man es im kontinuierlichen Fall eben so hinschreibt, wie wir es hier hingeschrieben haben. Und jetzt erkennen wir hier natürlich, dass wir mit 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Integral Rho V von R' durch R minus R' D3R' nichts anderes als Phi von R hier stehen haben. Genau das hatten wir ja schon mal für Phi von R als Term hingeschrieben. Das heißt, wir können das Ganze auch einfach schreiben als ein Halbintegral Rho V von R, Phi von R, D3R. Ja, und wie bereits gesagt, nochmal, um hier auf den Unterschied einzugehen, wenn wir das jetzt diskutieren würden, was sind denn die Terme I gleich J bei den Punktladungen? Das führt tatsächlich auf den Begriff der Selbstenergie einer Punktladung. Wenn man das dann weiter treiben würde, was wir hier machen könnten, was wir aber nicht machen, wenn man das weiter treiben würde, dann würden wir über kurz oder lang tatsächlich immer wieder in gewisse Widersprüche reinkommen. Das heißt, dieses Thema Selbstenergie einer Punktladung ist noch nicht wirklich widerspruchsfrei aufgeklärt. Ehrlich gesagt ist das auch nicht wirklich überraschend, weil die Punktladung an sich ist ja nur ein vollkommen idealisiertes Konzept. Punktladungen gibt es nicht.
Jede Ladung ist in irgendeiner Weise auch räumlich verteilt. Und deshalb muss ich mich eigentlich nicht wundern, wenn wir dann immer mal wieder, wenn wir Punktladungen betrachten, als Modell, um zu etwas anderem zu kommen oder um etwas zu motivieren, dass wir dann auch in solche Widersprüche reinlaufen. Wir werden das also nicht weiter betrachten. Jetzt können wir aber natürlich uns diesen Ausdruck hier anschauen, den wir eben gefunden haben, und uns überlegen, ob wir den noch etwas anders umschreiben können. Und ja, das können wir, weil wir kennen ja die Poisson-Gleichung, Laplace Phi gleich minus 1 durch Epsilon 0 mal Rho V oder hier eben nach Rho V aufgelöst, Rho V gleich minus Epsilon 0 Laplace Phi. Das ist ein Term, den wir hier für Rho V ja ohne weiteres einsetzen können. Dann taucht hier ein Laplace Phi mal Phi auf. Und Laplace Phi mal Phi können wir anderweitig ersetzen, wenn wir uns die Identität anschauen. Was ist denn Divergenz Phi, Gradient Phi? Das können wir einfach ausrechnen. Das ist dann Gradient Phi minus Phi mal Laplace Phi. Und genau. Mit diesem Ausdruck können wir natürlich das Phi mal Laplace Phi, was hier entsteht, wenn ich die Poisson-Gleichung einsetze, auch ersetzen. Das heißt, wir schreiben dann einfach weiter. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob hier die Vorzeichen richtig sind. Doch, ist richtig, genau. Das Minus hier kommt von hier. Das eine halb ist ein halb und dann ist es einfach eingesetzt. Und hier muss ein Plus stehen. Und dann ist das Minus hier an dieser Stelle richtig. Minus mal Minus ist Plus, aber hier muss ein Plus stehen. Ich korrigiere das dann in den Folien, die ich nach Opal hochlade nochmal. Gut, also das können wir einfach einsetzen. Einmal die Poisson-Gleichung, einmal diese Vektoridentität ausnutzen. Und dann haben wir hier vorne ein Integral über die Divergenz von irgendetwas, ein Volumenintegral über die Divergenz von irgendetwas. Das können wir umformen in ein Oberflächenintegral über Phi, Gradient Phi, dann eben über die Oberfläche genommen. Dann müssen wir uns die Abhängigkeiten anschauen. Phi hat eine Ortsabhängigkeit 1 durch r. Gradient Phi hat dann 1 durch r Quadrat. Und Phi, Gradient Phi hätte dementsprechend 1 durch r hoch 3. Und wenn wir das dann im Unendlichen über die Oberfläche der Fläche des Volumens integrieren, dann wächst die ja nur mit r Quadrat, sodass wir sehen, dass dieses Integral hier vorne tatsächlich verschwindet im Unendlichen, sodass eben nur noch dieser zweite Term übrig bleibt. Da heben sich dann die beiden Minuszeichen auf und es bleibt einfach stehen Epsilon 0 halbe Integral Gradient Phi Quadrat dr. Ja, und Gradient Phi zum Quadrat. Sie wissen, dass E gleich minus Gradient Phi ist. Und weil hier gerade in Phi Quadrat steht, können wir hier einfach Betrag von E zum Quadrat schreiben, sodass wir also jetzt über diesen Weg auch nochmal einen schönen Ausdruck gefunden haben, um die Energie des elektrostatischen Feldes eben tatsächlich über das Feld anzugeben. Ja, und wenn ich hier ein Volumenintegral habe, um die Energie zu berechnen, dann liegt es nahe, dass ich auch eine Energiedichte einführe. Und die ist dann natürlich einfach definiert über den Integranten. Das heißt, das wäre Epsilon 0 halbe mal Betrag von E zum Quadrat.
Ja, und mit diesem Ausdruck werden wir dann für die heutige Einheit auch am Ende. Und ja, es bleibt mir nur, mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Veranstaltung.